Im dritten Teil der vierten Vorlesung im Rahmen unserer Veranstaltung Mensch-Maschine-Kommunikation hier an der HFT Stuttgart möchte ich den Blick noch kurz auf den etwas größeren Bogen lenken und möchte etwas über User Experience Design Ihnen näher bringen. Wenn wir uns erstmal Hintergründe anschauen, warum scheitern eigentlich Softwareprojekte? Oft liegt es daran, dass die Anforderungen erstmal unvollständig oder unklar sind. Dann kann man diese natürlich systemseitig auch schlecht unterstützen. Sehr oft tritt aber auch auf, dass man die Nutzenden einfach wie zu wenig beachtet, dass Anforderungen ausgegeben werden von Seiten dritter Stakeholder wie dem Management oder ähnliches oder einem Budgetverantwortlichen und Nutzende gar nicht gefragt werden. Dann wird in der Regel das Design auch nicht für die Nutzenden passen und dann werden sich genau diese Gestaltungsdefizite einstellen, die dann dazu führen, dass Nutzende natürlich versuchen, die Nutzung einfach zu vermeiden und das Ganze zu unterlaufen. Nur in ca. 25% der Designs werden überhaupt Nutzende einbezogen und ca. 50% der Designs erfolgen nur durch Entwickelnde, von denen wiederum 90% keine systematische Kenntnis in UI oder UX-Design besitzen. Begriffe dazu werde ich gleich noch erläutern. Tatsache ist, diese Entwickelnden agieren eben ohne systematische Vorbildung, was wir im Rahmen dieser Veranstaltung genau ändern möchten. Man hat diesen Hintergrund früh erkannt und hat eben schon seit Jahren versucht, auch gegenzusteuern über Werkzeugunterstützung. Entwickelnde bekommen zum Beispiel über Rational Unified Process schon seit Jahren ein Werkzeug und einen Prozess an die Hand, wie sie Anforderungen modellieren können und wie sie nachfolgende Methoden aus dem Usability Engineering wie Storyboards oder Prototypen nutzen können, was wir uns dann später auch im Beispiel anschauen werden, wenngleich wir es heute nicht mehr an Rational Unified Process ausrichten. User Experience Design jetzt. User Experience Design geht davon aus, dass physische Produkte, die Sie kaufen, heute fast immer in Verbindung mit Software und/oder Services stehen. Und Services können Sie heute in der Regel über mehrere Kanäle in Anspruch nehmen, sei das jetzt ein Chat oder sei das telefonisch oder sei das online. Was man sich als Kunde wünscht, beziehungsweise was die Unternehmen von der anderen Seite auch wünschen, um Kunden zu binden, ist, dass dieser Service sich ganz gleich, welchen Kanal Sie als Kunde verwenden, um ihn zu nutzen, sich gleichartig anfühlt. Dass sie eine gleichartige Erfahrung, eine gleichartige Experience machen. Und dafür brauchen sie natürlich einen übergreifenden Entwurf über alle diese einzelnen Kanäle, über die sie mit dem Kunden in Berührung treten können. Und da gibt es dann an deren Ende in Berührung mit dem Kunden die sogenannten Touchpoints, Neudeutsch. Und die möchte ich einheitlich entwerfen. Es soll sich also gleich anfühlen, ob ich jetzt über meinen Sprachassistenten der Wahl versuche, das Ganze in Anspruch zu nehmen oder ob ich in ein Webformular Datensätze eingebe. Das ist natürlich schon eine hohe Forderung, aber wenn das gelingt, können Sie als Unternehmen da wirklich ein konsistentes und ein attraktives Image hinterlassen. Und deswegen brauchen Sie diese übergreifende Disziplin User Experience Design. Ziel ist eben, dass Sie tatsächlich alle Kontakte mit Produkt und Service über den gesamten Lebenszyklus, also von ich kaufe dieses Produkt bis vielleicht ich möchte beim Unternehmen erreichen, dass die das Produkt, was das Ende seines Lebens erreicht hat, auch wieder zurücknehmen und entsprechend recyceln, dass alle diese Kontakte entsprechend einheitlich gestaltet sind. Das ist ein interdisziplinärer Ansatz. Usability Experience Design. Und Teil dessen ist dann das Usability Engineering, wo ich also auf den Ingenieurs- und Informatikbereich wieder mehr runterbreche, aber zum Teil natürlich das Design als Anwendungsgebiet mit reinnehme. Sie sehen in diesen Teams typischerweise sowohl Arbeitswissenschaftler, wenn es um beruflich genutzte Systeme geht, als auch natürlich Psychologen, aber dann eben auch, was wir als Techniker uns unmittelbar vorstellen, Ingenieure und Informatiker, zu denen natürlich auch Designer, die das Ganze optisch entsprechend gestalten und sie müssen jeweils die Fachlichkeit, das Anwendungsgebiet mit reinholen. Sie sehen hier einen relativ einfachen Zyklus, den man hier wählen könnte, bestehen eben aus Beobachten, ich sehe etwas,
Dann reflektieren, ich überlege, wie ich auf Basis dieser Beobachtung vielleicht Verbesserungspotenzial ableiten kann und dann ein Machen, wo ich tatsächlich versuche, diese Verbesserungspotenziale zu heben und kehre dann wieder zurück zu beobachten, ist mir das denn gelungen? Im User Experience Design gibt es verschiedene Meilensteine zu nennen. Einmal wäre da 1988 schon David Norman, ein Professor, der dann bei Apple zum ersten User Experience Designer wurde, The Design of Everyday Things. Er hat sich erstmal mit Alltagsgegenständen beschäftigt und festgestellt, dass schon dort Zufriedenheit eine große Rolle spielen kann. 1998 dann wäre noch zu nennen Contextual Design, wo sich Hugh Beyer und Karen Holzblatt mehr damit beschäftigt haben, in welchem Kontext nutzen Personen eigentlich Dinge und welchen Einfluss hat dieser Kontext. Und wie berücksichtigen wir diesen Einfluss dann in unserem Entwurf? 1999 dann eben das Postulieren eines kompletten Lebenszyklus für das Usability Engineering von Frau Mayhew. Und 2003 kam dann eben diese explizite Zielbetrachtung dazu, in der Alan Cooper von Goal-Directed Design spricht. Schlussendlich gibt es natürlich auch eine DIN-EN ISO, die 13407, wie gestalte ich interaktive Systeme benutzerorientiert. Bei all dem muss man natürlich sehen, diese Gestaltung kann man sich überlegen, sie darf aber nicht isoliert stehen, sondern ich muss dieses ganze Thema Usability Engineering und User Experience Design muss ich einfließen lassen in den klassischen Softwareentwicklungsprozess. Nur wenn dort eine hinreichende Verzahnung gelingt, nur dann wird das Ganze auch nachher zu einem Ergebnis führen, was diese übergreifende User Experience gewährleistet. Im Rahmen des User Experience Design kommt oft auch die nichtlineare Methode Design Thinking zum Einsatz, die ich Ihnen zumindest kurz vorstellen möchte. Design Thinking setzt auf 5 oder 6 Schritte, je nachdem, wie man es auffasst. Hier sind jetzt 6 dargestellt. Nun, Sie verstehen erstmal ein Problem. Das ist eine Phase, die im Englischen Empathize heißt. Das heißt, Sie versuchen empathisch zu erschließen, was haben Nutzende hier eigentlich für ein Problem oder was haben Personen allgemein für ein Problem und wie könnte ich die dann systematisch unterstützen. Hier geht es also um ganz freies Denken, was ihnen ganz neue Lösungen ermöglichen soll. Und ich verstehe erstmal Nutzende, ich versetze mich in sie hinein. Ganz oft können das ja auch Randgruppen sein, die man sonst gar nicht so im Fokus hat. Ich nenne als Beispiel die Barrierefreiheit, die wir uns ganz am Schluss dieser Veranstaltung einfach so noch anschauen werden. Menschen mit Beeinträchtigungen sind fast automatisch eine Nebengruppe und werden oft nicht gut berücksichtigt. Und auch sowas kann man sich dann natürlich genau anschauen. Geht ein bisschen in Richtung auf diesen Perspektivwechsel, den wir in der Einführung kennengelernt haben. Dazu ist sicher hilfreich zu beobachten, zu schauen, was machen denn diese Menschen oder wodurch zeichnen sie sich aus. Und dann kann ich meine eigentliche Sichtweise, mein Problem definieren. Was kann ich hier wirklich lösen? Wie kann ich unterstützen? Dann Ideen finden, wie genau kann das jetzt gehen, diese Unterstützung darauf aufbauen, Prototypen entwickeln und diese Prototypen dann testen. Und Sie werden nachher sehen, dass unsere Methode hier, die wir im Usability Engineering anwenden, sukzessive diese Schritte anwendet und durchläuft, weil eben das Usability Engineering auch ein sehr kreativer Prozess ist, wie ich versuche, Lösungen für Oberflächen zu finden. Das macht es besonders interessant. Was Sie hier auch sehen, sind diese Bögen, die wieder zurückspringen zum Teil. Und das soll eben gerade verdeutlichen, dass diese Schritte nicht als linear, als Wasserfall zu verstehen sind, sondern dass diese Schritte eben gerade tatsächlich auch wiederholt ablaufen können oder dass man innerhalb dieser Schritte auch wieder vor und zurück springen kann. Zusammengefasst habe ich Ihnen jetzt die Begriffe Arbeitsbelastung und Beanspruchung eingeführt. Ich habe Ihnen auch die Ursachen von Arbeitsbeanspruchungen von übermäßiger erläutert und daraus motiviert, warum man ergonomisch gestalten sollte und habe gleichzeitig Auswirkungen und Ursachen von Gestaltungsdefiziten Ihnen gezeigt, woraus wir dann gemeinsam diese Gestaltungsziele ableiten konnten, die man heutzutage verfolgt. Ich habe Ihnen gezeigt, wie man User Experience Design und insbesondere Usability Engineering in den
Software-Entwicklungsprozess integrieren sollte und habe Ihnen die aktuelle Methode Design Thinking erläutert. Im kommenden Teil werde ich Ihnen dann aufzeigen, wie man jetzt am konkreten Beispiel tatsächlich Usability Engineering in den Softwareentwicklungsprozess aufnehmen kann. Wesentliche Inhalte stammen auch hier wieder aus dem Buch Mensch-Computer-Interaktion von meinem Kollegen Professor Heinicke, das ich Ihnen wärmstens ans Herz legen kann, weil es sehr kurz und kompakt Ihnen die Inhalte darstellt, die ich natürlich hier noch weiter kompaktifizieren muss, sodass Sie durchaus einen Nutzen davon haben, wenn Sie zur Vertiefung in das Buch noch einmal hineinschauen. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und werde dann mit dem Softwareentwicklungsprozess im fünften Teil fortsetzen.